Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Diese Modellage ist 4 Wochen alt und wir entfernen sie auch gleich. Das hier ist eine normale, reine Naturnagelverstärkung. Hier wird also nichts verlängert. Ich trage mir jetzt erstmal das alte Material ab und hole euch dann gleich wieder dazu. Ich habe mir jetzt so gut wie es geht die alte Modellage abgetragen und als nächstes kommt auch schon das Zurückschieben der Nagelhaut. Das sind die üblichen Schritte, wie ihr sie auch gewohnt seid von mir. Dann wird die unsichtbare Nagelhaut entfernt und Form und Länge nochmal angepasst. Und wie eben schon erwähnt, wird jetzt die unsichtbare Nagelhaut entfernt. Ich benutze dazu einen Fräser mit einem sehr, sehr schlanken Fräserbit arbeite ich hier. Da kann man wirklich sehr gut die unsichtbare Nagelhaut entfernen und auch in die Ränder richtig schön reingehen. Als nächstes wird auch schon der Nagel gekürzt und wieder in Form gefeilt. Ebenso wird auch der Naturnagel, sprich der Rauswuchs, wieder anmattiert, denn das ist ganz, ganz wichtig, da sonst eben keine Gele etc. pp. Haften würden. Und sollten kleine Liftings sein, dann werden die ebenfalls mit entfernt. Und zum Abschluss wird auch, was ganz, ganz wichtig ist, der Feilstaub richtig gründlich mit einem Bürstchen entfernt. Nachdem ich mir dann einen Primer aufgetragen habe, geht es auch schon mit dem Gel los. Ich verwende hier das Lunicol 3 in 1. Da ich aber mit der Pinselflasche nicht klarkomme, also mit dem Pinsel in der Flasche, habe ich mir das Lunicol auf eine Unterlage getropft und arbeite es mit meinem eigenen Pinsel ein. Als erstes kommt eine Grundierschicht, die trage ich mir auf in einer sehr dünnen Schicht und massiere mir das auch richtig gut in den Naturnagel ein. Als nächstes ist der Aufbau dran und da ich ja wie gesagt das Lunicol 3 in 1 hier benutze, werde ich mit dem Aufbau in zwei Schichten arbeiten. Einmal trage ich mir zuerst eine normale Schicht auf, lasse die auch aushärten und dann im nächsten Schritt kommt nochmal eine Schicht drüber und mit der arbeite ich mir dann den Aufbau. Das heißt, ich setze mir den einen Tropfen vom Gel mittig ab am Stresspunkt und verteile mir dann das Gel, wie sich das so gehört. Und natürlich muss auch hier der Aufbau befeilt werden. Das geht aber recht fix, da der Aufbau hier ja nicht so riesengroß ist und deshalb sind wir da auch recht zügig und schnell fertig. Damit ich mir aber das Farbgel dann wirklich gut auftragen kann, mattiere ich mir bzw. ich rau mir bzw. entgrate, Herrgott nochmal, ich nehme einfach meinen Buffer und entferne die groben Feilspuren. So,
Jetzt habe ich das und das mache ich auch überall und dann kommt auch schon das Farbgel, nachdem der Feilstaub entfernt wurde. Und diesmal ist es wieder ein Fullcover, aber kein blaues, sondern ein silbernes Fullcover. Ich trage mir das Gel in zwei dünnen Schichten auf, damit es wirklich schön deckt. Nun kommt auch noch ein bisschen Nailart. Ich habe mir eine Schicht ein Phasengel aufgetragen und lege mir in das noch feuchte Gel einen 3D-Sticker ein. Das ist so ein wasserlöslicher Sticker, den platziere ich mir jetzt mit meinem Silikonpinsel bzw. schieb und drücke ihn mir zurecht. Man muss halt sehr vorsichtig sein, weil die wirklich hauchdünn sind. Und sollte die Trägerfolie etwas stören, dann kann man mit einem säurehaltigen Primer am Rand entlang gehen und schon löst die sich auf. Das Ganze habe ich dann ganz normal in der Lampe aushärten lassen. Und zu guter Letzt wird das Ganze natürlich noch versiegelt. Ich benutze hier einen Versiegler ohne Schwitz. Ich trage mir den in einer dünnen Schicht auf und ummantle auch das freie Nagelende mit. Dann habe ich mir aber noch in den Versiegler einen Extrapunkt gesetzt und dort ein Steinchen eingelegt, wo ich der Meinung war, das passt. Und zum Schluss kommt auch noch die Wellnessbehandlung, sprich das Nagelöl. Ja, meine Lieben, das war es auch schon wieder zu diesem Video. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bye bye, eure Katrin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.